Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Disney Legacy Challenge. Ich habe noch am Ende gesehen, der letzten Folge, aber das machen wir jetzt einfach am Anfang, dass er noch einen zu verteilenden Talentpunkt hat. Und ich glaube, ich wollte das dann irgendwo hier reinsetzen. Nachtaktive Kreaturen werden am Abend noch stärker. Ah, okay. Nächste Belohnung. Ich möchte halt gerne, dass er jetzt mal irgendwie mehr Vampir ist. Aber ich hab echt gelesen, da muss er einfach seine Vampirkräfte mehr benutzen. Des Weiteren habe ich entdeckt, dass er traurig ist. Und zwar, weil er ein Geschwisterteil verloren hat. Und jetzt denke ich, what? Weil es ist einfach... Ist sie seine beste Freundin, Ehegattin? Ja. Denke ich, was? Wie? Du hast ein Geschwisterteil verloren. Und dann wollte ich mal gucken und habe gesehen, es ist nur irgendwie Ritwig Baby von seinem Vater, den er eigentlich gar nicht kennt. Also das finde ich jetzt extrem unrealistisch, denn er kannte seinen Papa nicht. Er hat seinen Papa nie kennengelernt. Nie. Er kann nicht traurig sein wegen jemanden, den er eigentlich nicht kennen dürfte. Also er kennt weder seinen Papa noch hat er halt jemals die Kinder seines Papas kennengelernt. Das ergibt einfach keinen Sinn. So. Du gehst jetzt auch mal zur Schule. Warum geht sie denn nicht zur Schule? Und was macht sie da? Kochen? Probiert sie sich etwa im Kochen? Okay, sie hat Macaroni und Käse gemacht. Sehr schön. Und warum geht niemand auf Arbeit, wenn ich sage, die sollen zur Arbeit gehen? Was ist mit denen verkehrt? Vor kurzem gebissen. Ja, du bist gebissen worden. Meine Güte. Alles nicht so schlimm. Jetzt sei doch mal eine brave Büroangestellte. Und ich kann immer noch von ihr diese Dinger nicht auf dem Boden oder... Also ich kann die nicht an sie geben. Verkauf mal die Äpfel. Ach, die Frage ist halt, hat sie Avocados? Hat sie Birnen? Ja, wir müssten eigentlich das jeweils... Aber es einmal in Welt platzieren, in Welt platzieren. Oh, habe ich jetzt auf Essen geklickt. In Welt platzieren... Jetzt hab ich habe, glaube ich, aus Versehen auf Essen geklickt. Dann ist das halt mal ein bisschen. Ist noch jetzt. Ein paar Kirschen. Und dann platzierst du das alles so schön in der Welt. Aha. Damit sie das einmal aufnehmen kann. Wahrscheinlich haben wir die Hälfte vergessen. Ah, nicht Eisenhut essen. Das ist bestimmt giftig. Freeba, Naya Flue. Und. With Daba Harfene. Das ist ganz schön anstrengend, wenn man es nicht einfach rübergeben kann. Und sie legt das alles auf den Tisch. Warum kannst du das nicht aufnehmen? Was ist hier verkehrt? Das ergibt doch keinen Sinn. Fella Balloon. Warum kannst du diese ganzen Pflanzen nicht aufnehmen? Warum kannst du das nur essen? Was? Du gehst jetzt einfach mal richtig schön pennen. Das versteht doch kein Mensch. Warum sie das nur essen kann? Der Geburtstag von Prinz Eric naht. Das ist, war sehr nötig. Sehr, 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 sehr nötig. Denn dieses Bärenkostüm geht mir so auf den Fratz. Und ich weiß nicht mal, ob er als Teenager überhaupt noch ein Bärenkostüm tragen kann. Geht das? Ich glaube nicht. So. Kümmer dich mal schön um dein Baby. Und du, meine Liebe, gehst auf Toilette. Ja, irgendwie wollte sie nicht auf Arbeit gehen. Vielleicht kann sie ja hier irgendwie Berichte ausfüllen. Die könnte ihren Job kündigen. Ah, hat sich gut geschlagen. Ich glaube, das ist eine 2. Und... Die Verantwortlichkeitsding reicht nicht aus bei ihr. Also sie hat, ja. Wir müssen unbedingt irgendwie so ein Schulprojekt machen.
Die Frage ist, habt ihr noch eins einstecken oder muss ich eins kaufen? Keiner hat eins einstecken. Muss ich eins kaufen? Lady Marianne hat Lord Julian ein Geschenk. Lord Julian! Wow! Er ist aus der Wiege gehüpft. Oh, wie süß, wie süß. Wie süß. Komm schon, komm schon. Oh, er ist heikel. Und ich weiß nicht, ich glaube, ein Vampir kann er nicht werden. Und ich glaube, umgestalten müssen wir ihn auch. Es sieht ein bisschen dreckig und merkwürdig aus. Auf jeden Fall stellen wir ihn jetzt erstmal statt dieser Wiege ein Kinderbett hin. Die braucht ja keiner mehr. Und ja, was mache ich jetzt mit dem Nifty Nifty Knitting Add-on? Stelle ich den hier oben so einen Stuhl hin? Geht das? Kann ich den so einen Stuhl hier hinstellen? So mitten im Raum. Ja, komm. Komm schon. Mitten im Raum. So ein Stuhl. Und wir brauchen noch das Teil fürs Stricken. Also ich habe keinen Strickkorb für Anfänger. Hier. Stellen wir da auch noch hin. Und Strickkorb-Komplett-Paket. Hey, alles. Wir sind jetzt richtig stricken geil. Es wird Winter und dann können wir hier stricken komplett Paket machen. Können wir ein bisschen ändern? Weiß, rot, rot. Den Stuhl auch ein bisschen dunkler. Ja. So, und dann hoffe ich, dass das klappt. Regal, kleines Haus. Nichts kann man hier an die Wand machen. Okay. Hobbykünstler-Dielentisch. Endlich, ne? Wenn die Fenster eh immer zu sind, kann man es mal hinstellen. Geht auch nicht. So, das müsste Platz sein. Und jetzt haben wir ganz vergessen, dem armen Kind ein Bett hinzustellen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich den einfach unten bei seinem... Was ist denn das eigentlich? Ist das sein Cousin? Er ist der Bruder von... Nee, er ist ja der Bruder von Matthias. Dann ist es ja sein Onkel. Wir lassen ihn, wenn wir ihn einfach bei seinem Onkel schlafen lassen. Aber der hat auch nicht so viel Platz. Wie habe ich denn nur gebaut? Das sieht alles so groß aus, aber irgendwie ist dann doch kein Platz für so ein Kinderbett. Das Klavier muss mal ins Inventar. Wir haben jetzt, wir haben gerade keinen Platz für Klavierspieler. Und ich glaube, das ist Energie 3, ne? So. Ey, ich habe gerade gesehen, da... Ich wollte eigentlich ohne diesen Cheat-Baby-Move-Objekts. Aber es geht einfach nicht ohne diesen Cheat. So. Ha. Habe ich mich verklickt? BB.move-Objekts ist on. Genau. Und dann kommt das hier in die Ecke. Nee, da kommt er wieder nicht rein. So. Vielleicht auch ein bisschen in rötlicheren Farben. Ist halt ein Kinderbett. Ich glaube, ich muss mich mal einlernen, wie das geht, dass man hier die Texturen ändert, weil das ist das einzige Kleinkindbett, was drei Sternchen, also drei Energie 3 gibt. Ich versuche... Oh, das auch. Okay, ich habe euch angelogen. Es gibt noch Rennfahrerträume, es gibt auch drei, aber das ist genauso bunt. Denn ich möchte keine... Die haben auch nur E+ 1. Ich möchte kein... hier, Default. Was für ein Objekt? Ich möchte kein Custom Content in der Legacy Challenge nehmen. Zumindest nicht, solange die dann irgendwie total günstig sind und ich die total günstig erwerben kann. Denn das, finde ich, ist ein bisschen wie Cheating. Also... Custom Content im Sinne von benutzbaren Objekten. Wenn ich das Zimmer mit Custom Content Pflanzen überflute, die es so halt gar nicht gibt und es keinen Ersatz für die gibt, dann... Und ich gebe ja eh das Geld dann dafür aus. Also entweder ich würde gar nichts dafür ausgeben oder ich würde eben da sowieso mehr ausgeben. Dann finde ich, ist das in Ordnung, dass ich da Custom Content verwende. Und für die... solche Sachen hier schon das normale Zeug. Jetzt seht ihr mal hier, wie ich hier baue. Wir haben einen Topf, wir haben was zum Knuddeln, wir haben ein Spielzeug.
fehlt noch irgendwas. Ja, und halt ein Puppenhaus. Ich glaube aber, das steht hier unten. Nee, steht auch nicht mehr hier unten. Ja, für Fantasie, ne? Hm. Aber man braucht auch nicht unbedingt ein Puppenhaus, Quietschähnchen. Zack. So. Er ist sehr traurig. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht, dass er sehr traurig ist. Das ist unmöglich. Ach. Flatter mal hier hin. Und dann kannst du ihm, ich glaube, Form beibringen. Danke dafür. Kümmer dich um dein Kind. So, du, meine liebe Aurora, hast keinen Spaß. Macht dir das denn Spaß? Mach mal ein Figurengemälde. Ich weiß nicht, warum ich immer auf das obere klicke. Es ist das Verkehrte. Und wir waren gerade im Baumenü. Ich weiß, ich nehme euch selten mit ins Baumenü. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach öfter, wenn es denn so schnell geht. Denn wir brauchen dieses Hausaufgabending. Damit ihr mal seht, wie lange ich hier dann immer rumwühle. Und das rumsuche, weil ich mir das nie merken kann. Kinderaktivitäten hier. Das hier. Und zwar am besten gleich mehrere. Damit sie ihre Verantwortung hochbekommt. Denn diese geben Verantwortung. Ich bin mir nicht sicher, ob die Spaß geben. Nicht gares Gericht. Ein unzufriedener Gast hat ein noch nicht gares und ungenießbares Gericht reklamiert. Markus hat zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das Gericht in die Mikrowelle stellen oder es nochmal ganz neu zubereiten. Neu zubereiten, bitte. Und dieses Mal ist das Gericht perfekt zubereitet. Der Kunde ist nicht nur zufrieden, sondern hinterlässt Markus auch ein zusätzliches Trinkgeld. Sehr schön. Und du wackelst ganz schön. Warum hängt es jetzt, nachdem ich kurz im Baumenü war? Das gefällt mir gar nicht. Ja, und er muss Hausaufgaben machen, wenn er konzentriert ist. Und das, ich bekomme ihn nicht in diesen konzentrierten Modus. Das ist das Problem. Level 4 der Fitnessfertigkeit willst du erreichen. Ich hätte gern einfach diesen konzentrierten Modus. Braucht Vergnügen, aber mach dir denn mal ein kleines Vergnügen. Kannst du nur einen Film angucken, um Vergnügen zu haben. Sie danst. Fehlerprotokoll. Datei befindet sich im Ordner. Ja, ich weiß, dass ich irgendwo Fehler drin habe. Aber ich bin auch gerade zu faul, mich drum zu kümmern, solange das Spiel nicht abstürzt. Oh, du kümmerst dich um dein Kind. Sehr schön, jetzt kümmere dich aber auch mal um dich. Und das Kind... Kann es jetzt selber formen? Nein. Nichts, nichts kann es. Ah, stapeln hier. Wie weit ist es denn? Hä? 7% nur? Was soll das denn? Es hat doch hier super gelernt. Ay, meine Güte. Saya, dein Ruf ist alles. Ja, ja, Saya. Mein Ruf ist alles. Ich starte eine Versammlung, damit sie jetzt auch mal wieder was bekommt. Prinz Erik. Prinz Erik hat sich von seinem ollen Dings getrennt. Und du bist sehr glücklich. Aber du stinkst schon wieder halb. So. Wenn du dann damit fertig bist, dann kannst du beginnen, vorsichtig zu arbeiten. Wir müssen nämlich ihn... Ich schaffe es nicht. Wie kriegen wir ihn denn konzentriert? Wie kriegen wir ihn nur konzentriert? Nicht zur letzten Selbstsicherheit solchen Aufschwung. Natürlich hat er das jetzt schon gemacht. Aber ich hätte gern, dass er das konzentriert macht und nicht einfach so. So, Lord Julian ist älter geworden. Lord Julian ist älter nochmal? Ach, Spiel. Er braucht was zu trinken. Guck mal. Ich muss auch alles selber machen. Wo ist die Ente? Wo ist deine... Ich habe hier eine Ente hingestellt. So. Spiel. Spielst du bitte mit dieser Ente? Dass sich jemand um dich kümmert. Und du fliegst jetzt bitte hier hin. Geht das nicht? Geht das nicht? Dann frag du sie einfach. Liebevoll umarmen. Ich kann ihr nur eine Massage anbieten. Und der Vampir Plasma trinken, um Erlaubnis Fragen anzuzapfen.
müsste eigentlich immer funktionieren. Level 4 der Loki. Ja, er könnte ja mal bei seiner Schwester helfen. Er ist eh so ein bisschen schlauer. Er ist konzentriert. Die Frage ist, zählen auch Zusatzausgaben? Zweimal Hausaufgaben machen, wenn konzentriert. Ich weiß, man kann ja Hausaufgaben kaufen. Ich möchte jetzt kein... Wie sagt man, kein Risiko eingehen? Kinder? Ist es Kinder? Hausarbeitenbücher. Kauf mal zweimal Grundschulhausaufgaben. Zusatzaufgaben zählen bestimmt nicht. Das weiß ich jetzt schon. Hast du getrunken? Sehr schön. Er spielt immer noch mit der Ente. Kann so langsam aufhören, mit dieser Ente zu spielen. Und sich von seinem Papa beibringen lassen, aufs Töpfchen zu gehen. Warum konnte ich diesen Topf gerade bewegen? Es ergibt alles keinen Sinn. Ich bin doch nicht mehr im Baumodus. Das würde jetzt zwar erklären, warum es hängt. Warum du nicht aufs Klo gehst, obwohl du so extrem Blase brauchst. Und sie hat das Verantwortlichkeitsmerkmal wieder drin. Okay. Sehr schön. Sie wird auch nicht fertig. Schlampig? Nein, nicht schlampig arbeiten. Fantasielevel 2. Markus hat bei der Arbeit etwas mitgehen lassen. Oh, Bananen. Als Koch... So. Oh, ich nehme Papa Namen mit. Ist einfach das Zeug hier. Dann verschwindet es wieder vom Tisch. Und du brauchst Spaß. Was macht dir denn Spaß, ist hier die Frage. Macht es dir Spaß, Arrangements anzufertigen? ich glaube nicht. Verwirf das mal. Zusammen Fernsehen, klar. Immer. Und du hast Hunger und guckst jetzt aber erstmal mit Fernsehen. Ganz, ganz logische Entscheidung. Und kippst dann auch erstmal um. So, was ist mit dem Jungen? Der war doch jetzt auf dem Klo. Und der hat Hunger und er ist sehr traurig. Mach Sport! Emotionale Kontrolle. Emotionale Kontrolle ist gut. Ja, mach Sport. Genau. Konfliktlösung singt. Ja, meinetwegen ist sie dann die schlechteste Konfliktlösung aller Zeiten. Aber das ist mir egal. Jetzt mal ein Landschaftsgemälde. Los. Bus. Ich will sie halt so ein bisschen zur Künstlerin machen. Wir hatten Painting halt noch gar nicht. Und deswegen brauchen wir das mal ein bisschen. Prinz Erik... Das wird nichts mehr bei ihm irgendwie mit diesem Konzentriert-Ding. Ich weiß nicht, wie ich ihn konzentriert kriege. Das ist eigentlich nur mein Problem. Und er kann sich hier auch mal durchessen. Durch die ganzen Sachen, die hier liegen. So eine Avocado kann man essen, so eine Birne und so eine Zitrone kann man auch essen. So, Ash, meine Liebe. Du hast jetzt natürlich das Falsche gegessen. Und das der Wäsche ist das Schlimmste, weil... Wir haben keinen Wäschekorb mehr. Ne, Wäschekorb ist weg. Und mit weg meine ich wirklich weg. Weg. Und du, meine Liebe, kannst dich auch mal noch mit Matthias vertragen, denn... Ja, Angst vor Vampiren nie kennenlernen. Denn Matthias wird uns ja noch ein Weilchen begleiten. Und das ist jetzt ja irgendwie so ein bisschen blöd, wenn die sich nicht mal verstehen. Es sollte ihr Bruder sein. Ihr Großer. Nein, es ist nicht ihr Bruder, es ist ihr Cousin. Sieht man nicht. Okay, sein Profil öffnen. Hausmann. Er ist ein Hausmann, ja. Und Cousin. Und ihr Betreuer. Genau, die sind zusammen aufgewachsen, aber Matthias ist eigentlich das... So war es, genau. Matthias ist eigentlich das Kind von der anderen gewesen. Elisabeth. Liebt Elisabeth eigentlich noch? Und Matthias kann mal probieren, wieder mit Lilith zu kämpfen. Oh mein Gott, wie geht es denn?
Das Problem ist, ich weiß nicht, ich habe gelesen, eigentlich ist Kämpfen so ein bisschen wie Sparring. Lord Julian ist sehr hungrig. Lord Julian, ich bringe dir sofort Essen. Mehr Auswahl öffnen. Ich bringe dir Sachen wie... Sachen, die nicht gelöscht werden. Bild nach oben. Ja, hier. Dieses leckere Zeug. Und du setzt dich bitte da dann dahin. Wo bist du denn? Du musst auch nicht runtergehen. Komm. Komm, ich kümmere mich um dich. Nicht, dass der noch abgeholt wird. Der Kleine. Setz dich. Setz dich hin. Setz da. Los. Und jetzt ein Gericht nehmen. Ey, komm, ich habe die 100 Baby Challenge gespielt. Ich weiß, wie das ist. Adoptions... Eva Baby wurde vom Saria-Haushalt adoptiert. Okay. Ich glaube, da könnte Anne Vainupo irgendwann mal erscheinen. Bei dieser Nachricht, bei diesem Anne Vainupo wurde von dem und dem Haushalt adoptiert. Schlaf doch nicht einfach auf der Couch. Das geht doch so nicht. Und du wolltest sie ja eigentlich um Vampirtraining fragen. Romantik, ich möchte doch eigentlich nur mit dir Sparring machen. Kann nicht unterrichten. Hat nicht genug... Oh! Wir sind tatsächlich out of energy. Das ist neu. Das ist neu. Kannst du sie fragen, ob du mal bei ihr Plasma trinken kannst? Ich weiß gar nicht, wie füllen wir das auf? Schlafen und dunkle Meditation. Und kommt sie jetzt nach unten, damit ich sie fragen kann? Oder bewegt sich gerade einfach wieder nicht? Na klar, ich biete dir gerne mein Handgelenk an. So schön, so. Und dann schläfst du eine Runde. Oh, hier geht's auch nicht so gut. Dieses ganze ausgelutscht werden ist vielleicht doch nichts so für Eva. Aber sie liebt ihn halt. Sie liebt ihn doch. Und sie will bei ihm bleiben. Und du schläfst nicht in deinem Bett. Und du schläfst auch nicht im Bett. Och, Mann. Guck mal hier. Nimm dir noch eine Ananas. So zum... Und Knoblauch. Salbei kann man auch essen. Basilikum kann man auch essen. Wir räumen es auf, indem wir es essen. Du hast Hunger. Und du bist schon alt genug, um dir irgendwas rauszunehmen. Oh. Er mag ihn. Dann mach doch mal... Oh! Denn sie mögen sich. Aber er muss pullern. Ich sag so, mit so vielen Sims komme ich nicht klar. Ich vergesse immer die Hälfte. Und die Zeit ist auch schon wieder reif. Wir sind irgendwie, habe ich das Gefühl, wir sind zu nichts gekommen. Wir leben uns alle erst ein in diesem neuen Haushalt. Das Einzige, was passiert ist, ist, Julian ist gealtert. Und er hat morgen Geburtstag. Und ich schaffe das nicht. Das ist so nervig. Ich hab keine Ahnung. Eine 1 in der Schule kriegt er. 3 Emotionstränke herstellen kriegt er. Level 10 der Mentalfertigkeit kriegt er auch hin. Hat er auch schon. Aber 2-mal Hausaufgaben machen, wenn konzentriert. 3 Stunden am Stück oder mit der Emotion konzentriert. Erledige 3 Stunden am Stück. Lies ein Buch oder spiele Schach. Das Problem ist, er ist einfach viel zu schnell, um... irgendwie, ne, das mal konzentriert zu machen. Er schafft es nicht, dieses 2-mal Hausaufgaben machen. Kriegt er nicht hin. Ich muss mal kurz gucken, kann man einen Trank kaufen? Hätte ich jetzt gerne eingespielt. Und, ja, das müssen wir noch erledigen.
Ich habe die Folge, die Übersichtsfolge noch nicht abgedreht, weil ich das noch mit euch zusammen erledigen wollte. Jetzt am Ende, bevor sie stirbt, müssen wir noch gucken. Sie hat Punkte gesammelt. Kuhpflanze will nicht wachsen. Und zwar hat sie noch 13.000 Punkte. Und die können wir noch in irgendwas ganz Teures eingeben. Und zwar werde ich niemals erschöpft kaufen. Das ist teuer, brauchen keinen Schlaf. Und dann muss ich mir das mit den anderen nicht nochmal kaufen. Und das ist ein teures Ding. Und sorglos, weil niemals angespannt, das brauche ich einfach nicht so oft. Genau. Tschüss Marotte. Promi Marotte, aha. Ja. Und dann hat sie irgendwie noch 2 Punkte. Ich kaufe jetzt einfach den Konzentrationstrank und mache den in Auroras Inventar. Vielleicht brauchen wir das irgendwann nochmal. Gewöhnliches Tuning-Teil bekommt auch Aurora. Und Gong bekommt auch erstmal Aurora. Ich muss das hinten so sortieren. Schwarze Kopfhörer. So. Genau, wir das auch noch für die Folge dann sehen. Sie hat nämlich jetzt sorglos, niemals erschöpft. Sie hat richtig viel. Das hat sie so bekommen, durch irgendwelche anderen Sachen. Großartige Erzählerin, Sportskanone, Blitzputzer, Stahlblase, Meisterin der Zaubertränke. Meistermixerin. Okay, also sie hat sehr viel gekauft. Und es sind auch ein paar teure dabei. Ich glaube nämlich wie Stahlblase und eben niemals erschöpft. Denn es gibt, glaube ich, hier auch einen Punkt, wenn man alle hat. Und bei Markus mache ich jetzt dasselbe. Er zählt nämlich auch. Er ist Held von Strangerville. Zählen wir mal nicht, weil das war ja irgendwie schon vorher, bevor ich ihn kennengelernt habe, war er schon der Held von Strangerville. Aber unternehmerisch. Unglaublich freundlich. Belohnungsstore, genau. Geschickt, für immer frisch. Genau, er hat sich für immer frisch gekauft. Gut, dass ich es gerade nicht mit Ash gekauft habe. Und er hat noch 1000 Punkte. Ich bin mir nicht sicher, wie teuer ist dieser Jugendtrank. Der ist teurer, ne? Das schaffen wir nicht, den Jugendtrank. Das mit den Jugendtränken. 1500, eventuell kann er irgendwann noch einen Jugendtrank kaufen, den wir irgendwie hinstellen. Ich weiß nicht, ob wir 8 Jugendtränke brauchen oder so. Jedenfalls, diese beiden haben nochmal richtig viele Merkmale hier gekauft, um das Ganze voranzutreiben. Und ich muss mir das echt irgendwo in einer großen Liste aufschreiben für die nächste Generation, was sie sich denn dann kaufen kann. Denn sie hat sich noch nichts gekauft. Abschluss des Bestrebens, Lieblings der Massen. Oh, da können wir nachgucken. Da können wir nachgucken, was für ein Bestreben sie als Kind abgeschlossen hat. Okay, das ist gut. Dann mit dieser Zusatzinfo verlasse ich euch jetzt. Es ist eine extrem lange Folge geworden. Das tut mir ein bisschen leid. Und ja, dann macht's gut. Tschüss und bye bye.